Der Ausnahmezustand ist das schwierigste Problem innerhalb der politischen Philosophie. Was ist der Ausnahmezustand? Als Ausnahmezustand bezeichnet man den Zustand, der eintritt, wenn in einem Gemeinwesen die Gesetze ihre Kraft verloren haben, außer Kraft gesetzt worden sind, sprich, wenn die Rechtsordnung nicht mehr beachtet wird. Es mag noch Gesetze geben, auf dem Papier, doch sie werden nicht mehr angewandt. Der Ausnahmezustand kennzeichnet den Zustand, der nach der Gesetzmäßigkeit, nach der allgemeinen Anerkennung einer verbindlichen Rechtsordnung existiert. Im Ausnahmezustand werden bestehende Rechtsordnungen außer Kraft gesetzt, missachtet, einfach übergangen, und zwar nicht von einzelnen Bürgern, sondern von demjenigen, der den Ausnahmezustand beherrscht. Wer jedoch beherrscht den Ausnahmezustand? Wer den Ausnahmezustand beherrscht, das ist nach dem Rechtshistoriker Ernst Wolfgang Böckenförde der Souverän. Das bedeutet, in einer nachgesetzmäßigen Ordnung regiert die entfesselte Macht. Da regiert einer oder ein Zusammenschluss von wenigen, nicht jedoch die Gemeinschaft oder das Volk, von dem in einer Demokratie alle Macht ausgehen sollte. Damit ist auch festgestellt, dass der Ausnahmezustand mit einer gelebten Demokratie unvereinbar ist. Entweder Ausnahmezustand oder Demokratie. Denn der Ausnahmezustand setzt die bisherige Rechtsordnung außer Kraft, sprich, er setzt die Rechtsstaatlichkeit, die ohne die verbindliche Anerkennung der rechtsstaatlichen Ordnung nicht existieren kann, außer Kraft. Im Ausnahmezustand keine Gesetzmäßigkeit, keine Verbindlichkeit der rechtsstaatlichen Ordnung, ergo kein Rechtsstaat und somit keine Souveränität des Volkes, sondern die Souveränität des sogenannten souveränen Herrschers, der alle ohne geltende demokratische Gesetzesbasis kontrollieren kann. Wer ist das? Sind es einzelne Politiker? Zusammenschlüsse von Politikern? Sind es die Wirtschaftsbosse, die die Politiker bezahlen? Wer auch immer den Ausnahmezustand als souverän steuern kann, ist im Besitz unbeschränkter Machtmittel und von keiner äußeren Instanz weiter kontrollierter Gewalt. Der Ausnahmezustand, in dem eine schrankenlose Willkür möglich ist, ist die größte Gefahr für eine Demokratie. Wo auch immer der sogenannte Ausnahmezustand herrscht, wird der Ort zum Lager. Giorgio Agamben definiert das Lager als den Ort, an dem der Mensch seine Menschenrechte verliert. Lager bedeutet also der Ort, und dieser Ort muss nicht begrenzt sein im Sinne eines Gefängnisses, sondern kann ausgedehnt werden auf einen Staat, mehrere Staaten. Das Lager ist der Ort, wo keine verpflichtende demokratische Gesetzesbasis mehr herrscht, wo der Mensch auf das bloße Leben hin degradiert wird, ein Leben, das tötbar ist, ausgeliefert ist souveränen, willkürlichen Gewalten, ein Leben, das sich nicht auf eine funktionierende demokratische Rechtsordnung berufen kann zu seinem Schutz. Wo der Ausnahmezustand herrscht und mit ihm eine souveräne Gewalt, die nicht mehr vom Bürger kontrolliert werden kann, dort ist zugleich das Lager. Ausnahmezustand ist der Verlust der rechtsstaatlichen Ordnung, der Zustand nach der rechtsstaatlichen Ordnung, in dem sich ein Souverän aufschwingt zur unkontrollierten Willkür über die Bürger, die auf dem Territorium ihres vormaligen Lebensgebietes tatsächlich wie in einem Lager existieren, in ständiger Bedrohung unkontrollierter und willkürlicher, rechtsstaatlich nicht aufzufangende Verstöße gegen ihre Freiheitsrechte, sogar gegen
über ihre körperliche Unversehrtheit. Wo auch immer dieser lagerartige Zustand herrscht, wo ein Staatswesen, ein Land, Länder zu Lagern herabkommen, dort ist bereits der Ausnahmezustand in seiner schlimmsten und katastrophalsten Wirkung in Kraft. Vornehmstes Ziel von Politikern innerhalb eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates muss es sein, die Bürger vor dem Ausnahmezustand zu schützen. Denn der Ausnahmezustand ist das Ende aller demokratischen Grundfreiheiten und Rechte der Bürger, ist das Ende aller Kontrolle der Gewalten. Der Ausnahmezustand muss verhindert werden und dieses Ziel muss überparteiisch für alle integeren Politiker gelten. Doch ist Ihnen diese Verantwortung bewusst? Wissen Sie, dass Sie oberhalb von parteipolitischen Spannungen und Meinungsverschiedenheiten alle einem Ziel dienen, die demokratische Rechtsordnung in ihrer Kraft zu bestätigen, zu bestärken und zu verteidigen gegen den Ausnahmezustand herbeiführen wollende Kräfte? Wissen das unsere Politiker, die Politiker der Welt, welche Verantwortung sie tragen, wenn sie mit all ihren Bemühungen und trotz aller Kontroversen den Ausnahmezustand vom Staatswesen und vom Bürger abwenden müssen, als das Ende der Demokratie und das Ende der Rechtsstaatlichkeit? Dieses Wissen sollte jedem integeren Staatsmann innewohnen. Er sollte wissen, dass seine höchste Pflicht die ist, dafür zu sorgen, dass es keinen Ausnahmezustand geben darf, und dass ein Staat oder Staatenbund nicht zum Lager wird, in dem der Bürger auf das bloße Leben rechtloser Art degradiert wird. Hoffen wir darauf, dass die Staatsmänner und Frauen dieser Welt sich dieser Verpflichtung bewusst sind. Und wo immer sie es nicht sind, erinnern wir sie daran.